Ich bitte auch jetzt den Schirmherrn der Kampagne zu uns auf die Bühne, Bundeskanzler Christian Kern. Guten Abend. Ja, guten Abend, lieber Liveball. Ihr schaut großartig aus von da oben, kann ich euch sagen. Aber der heutige Abend ist ja nicht nur eine große Feier, sondern es ist auch eine Erinnerung, welchen Weg wir gegangen sind beim Kampf gegen die Infektion. Und ich erinnere mich noch gut, weil ich denke, ich war die erste Generation, die mit AIDS groß geworden ist. Die Irritation, die damals entstanden ist, die Sorge, die Angst, plötzlich eine Krankheit, die Menschen dahinrafft. Und damals hat natürlich kein Mensch noch gewusst, was der Unterschied zwischen HIV und AIDS ist. Und es gab unglaubliche Schauergeschichten. Ich erinnere mich, es hat geheißen, gib ja keinem Infizierten die Hand, das ist Hochrisiko. Oder ein Bussel auf die Wange, Todesgefahr. Das waren die Schauermärchen, die damals erzählt worden sind, die heute vorbei sind. Weil wir wissen, dass der Kampf gegen die Infektion in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass es Verständnis gibt für die Betroffenen. Und das Wichtigste, der medizinische Fortschritt ist so weit, dass wir uns heute darauf verlassen können, dass eine Infektion eben kein Todesurteil mehr ist. Aber das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Problem, weil damit reißt ein bisschen vielleicht wieder so eine Sorglosigkeit ein oder so ein Schlendrian ein. Und ehrlich gesagt, natürlich ist die Krankheit nach wie vor schlimm. Und es gibt auch keine Ausrede, dass man sich nicht informiert. Jeder, der wissen möchte, wie ein Test funktioniert, es gibt das Internet, es gibt so viele Informationsquellen, was man tut, wenn man glaubt, dass man infiziert ist, wie man zu einem Test kommt, wie man mit den Ergebnissen umkommt. Alles das ist heute verfügbares Wissen. Aber das Allerwichtigste ist, dass jeder seinen Status kennt. Und deshalb ist die Kampagne, die der Gary mit seinem Team, mit dem Liveball begonnen hat, Know Your Status, so unglaublich wichtig. Und ich darf Sie alle auffordern, sich hier aktiv zu beteiligen und sich regelmäßig testen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir mit der Entschlossenheit gegen die Infektion kämpfen, wie Gary und sein Team den Liveball aus einem Wiener Gschnas, wenn ich das so sagen darf, zu der wichtigsten Anti-AIDS-Veranstaltung gemacht haben, mit der Entschlossenheit werden wir auch die Krankheit in den Griff bekommen. Und ich möchte mich heute auch noch bei dem Gary bedanken. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern aus dem Team bedanken. Ich möchte mich bei allen Freiwilligen bedanken, weil was ihr hier macht, ist ein unglaubliches Zeichen für eine plurale, eine offene Gesellschaft, eine Gesellschaft der Vielfalt, eine bunte Gesellschaft, in der es völlig egal sein muss, wer wen liebt. Es ist der Ausdruck. Danke. Es ist der Ausdruck eines großen und bunten Miteinander und dass wir unglaublich stolz darauf sein können, dass die Stärkeren darauf schauen, dass auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft mitkommen. In dem Sinn wünsche ich eine rauschende Ballnacht. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Dürfen wir Sie hinaus begleiten? Danke. Ich mache es. Bundeskanzler Kern als Schirmherr der Aktion Know Your Status. Würde jeder Mensch auf der Welt seinen HIV-Status kennen, wäre AIDS besiegt. Christian Kern, Wahnsinn, er hat so gut gerochen. Oh, ist so schön. Oh, nach Pizzagewürz, es war gigantisch. Oh, herrlich. Wie gefällt dir eigentlich mein Outfit? Ich liebe dein Outfit. Ja, kurz und schwarz. Ach du meine Güte. Meine Damen und Herren, was wir vielleicht noch vergessen haben zu erwähnen, es gibt ja immer Ausreden, man hat ja immer Ausreden. Man sagt eben, ich habe vergessen und ich weiß nicht, wo ich mich testen lassen kann. Dafür gibt es jetzt von T-Mobile eine großartige App für all unsere Smartphones, die genau das sagt, wann wir uns zu testen haben und wo wir das machen können. Und das Beste ist, für jeden Download dieser App spendet T-Mobile 1 Euro an Organisationen, die sich dem Kampf gegen HIV und AIDS widmen. Also, empfehlen Sie es Ihren Freunden weiter. Auf jeden Fall. Und jetzt, meine Damen und Herren,
Dieser junge Mann hier zupft seine Geige und streicht seine Geige wie ein Alter, obwohl er erst 25 Jahre alt ist. Verzupf dich nicht, du wartest backstage hinten auf mich. Meine Damen und Herren, der Gewinner des Echo Awards 2016 als bester Nachwuchskünstler, Juri Rewitsch.